Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Squishy, der Suicidal Pack. Wir sind ja in Level, weiß ich nicht. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Egal. Gut, lass uns mal gepflegt sterben, würde ich sagen. Lass mir die Dinger einsammeln. Mal gucken, was hier oben so abgeht. Ah, nein. Jetzt lass mich halt springen, du Scheißding. Okay. Da könnten wir versuchen, was drüber zu sliden. Und dann da runterfallen lassen. Ich will mir erstmal einen Überblick über den Level verschaffen. Da könnten wir dann da was drauf fallen lassen. Also muss das etwa so. Ah, wir haben noch nicht mal einen Fehler gemacht bis jetzt. Doing. Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Dum 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 dum. Okay, los, voll runter. Jawohl! Okay, jetzt kommen sie mit drin. Wir können uns teleportieren. Wutsch! Den Nitro stoßen wir direkt mal runter, weil die brauchen wir bestimmt da unten irgendwo. Halt. Gut, schon mal weg da den Nitro. Das bringt nämlich, glaube ich, wenig Punkte. Ich glaube, wir müssen das direkt so machen. Und das war bloß eine Falle. Lass mir die Löcher stopfen, mal gucken, was passiert. War ja klar. Shit, müssen wir doch nochmal neu stoppen. Nicht da runter schieben, du blödes, dummes Schwein. Du dummes Schwein. Mann, war das ein Witz. Das ist natürlich ein super schlaues Schwein. Das muss passen. Wow. Okay, jetzt probieren wir den anderen Weg mal aus. Indem wir hier das Nitro reinschieben und das Ding dann mal nach unten springt. Das bringt doch nichts. Oh, wir machen es drauf. Hui. Jetzt können wir da den Nitro-Block nicht mehr schieben. Geht zuerst der hoch. Okay, lass checken, was passiert. Das ist ja alles doof, Mama. Ich hab keine Ahnung, wie wir das machen sollen an der Stelle. Ey. Ganz ehrlich, wirklich nicht. Ich bin so ratlos. Komm, das ist ein Stückchen so. Habt ihr eine Idee? Guck mal, da oben ist ja auch noch was drin, ne? Vielleicht ist das einfach nur Bullshit, was ich hier ausprobiere. Man müsste eigentlich da hoch zu dem TNT irgendwie. Keine Ahnung. Ah, da komme ich auch wieder zurück, okay.
fällt hier hin. Hab keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich aber genauso viel gekonnt wie vorher. So, jetzt ist das da halt drin. Oh, ich habe eine fucking Idee. Eine fickende Idee. Das bringt nichts, okay. Die Nitros schieben sich nicht mal gegenseitig. Das ist ja öder. Boah. Hallo Leute, da bin ich wieder. Sorry für den harten Cut, aber irgendwie, ich habe in dem Level noch Ewigkeiten gebraucht. Ich glaube noch 20 Minuten oder sowas. Und dann habe ich aufgegeben erstmal. Und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen rumprobiert. Und jetzt weiß ich endlich, wie man diesen verkackten Level macht. Also da war ich echt ein bisschen wie tiefenverwirrt. So wie das viele sind. Während der Aufnahme, viele Let's Player und so. Soll halt schon mal vorkommen. Ups. So, jetzt hier erstmal wieder die coolen Äpfel eingesammelt. Die Schweineäpfel. Zip. Oh nö. Schwein, was machst du? Schäm dich, du musst doch. So tun musst du doch. So, aufgepasst. Jetzt springen wir hier drüber. Ja, drücken hier den Schall, ja. Und das war alles soweit schon richtig. Aber auf die Idee musst du erstmal kommen. Ja, der Nitro muss natürlich hier runter, ist völlig klar. Denn wir brauchen ja diese Kiste und die Kiste, die stellen wir jetzt einfach so ungefähr halb auf das Nitro drauf. Bom. Und dann fliegt das nämlich schön weit weg von diesem Nitro. Dann können wir das so tun. Ja. Und dann nehmen wir uns das Nitro, tun das so. Und dann heißt es Zündung. Jedenfalls so funktioniert es noch eigentlich. Scheiße. Selbst wenn ich schon weiß, wie man es macht, verkacke ich noch. No. Au. Verdammte Kack. Wow. Nice. Aber schneller als ich dachte. So. Hopp, hopp, hopp. Lol. Selbst das war jetzt gerade eben noch beim Test überhaupt kein Problem mit dieser Kiste. Die habe ich ohne Probleme, habe ich die da rüber geschoben und bla. Bams. Hup. Hup. Nur das... Mit dem Landen der Kiste auf den Kopf des Schweines. Das habe ich noch nicht getestet gehabt. So. We did it. Wir sind nicht tot. Ja. Ja. Nein, das wollte ich euch halt nicht einfach noch 20 Minuten dazu gucken. Das war echt langweilig. So, Level 1.10. Ich würde mal fast vermuten, dass das wieder ein Endboss-Level ist. You need a big key in order to advance to the next level. So you may want to stay alive now, at least till you get a key. Okay. Let's check this out, man. So wie ich das so sehe, ist das erstmal ganz easy peasy hier, ja? Diese Melodie, oh ja. Oh, hi! Wow! You have to grab this Nitro and push it right and weiter right and noch weiter nach right. Still, you have the things. And now you have to go left and jump over there. Und dann klickt der Nitro-Bum. Okay, das war natürlich jetzt reichlich dumm. Wahrscheinlich hätten wir vorher da den Knopf drücken. Ja. Schwein! Fail. Press Y to restart. And wait 5 seconds. 4, 3, 2, 1. You're now still alive. Yeah.
Nicht an dem Mikrofon rumspielen, Miezekatze. Da kannst du dich hinlegen, ja. Kannst auch mitspielen. Boom, 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 boom. Wir pushen wieder das Nitro noch ganz to the right. Hast du gehört, Miezekatze? Wir müssen das Nitro pushen. And now, we are ready to go. Yeah. Doink. Kaboom. Da bleibt sogar kurz die Kamera stehen. So. Ha. Okay. Jetzt gehen wir weiter auschecken, was hier abgeht. Okay, da ist ein Teleporter. Ein ausgehender Teleporter, wie es ausschaut. Ja. Okay, also hier oben gibt es nichts weiter zu holen. Ah, guck mal, da brauchen wir den Schlüssel. Was? Der Schlüssel ist hinter der Tür versteckt? This is a crazy shit. Ah, so, bloß wir haben hier. Ach, wir müssen den ausmachen. Das ist ein Anti-Button. Der ist nämlich nicht mehr gedrückt, wenn man drauf drückt. Aha. Sounds logical, nicht wahr? Ja. Yes, man. Okay. Was ist denn da unten? Da ist ein Schweinegeist. Ich glaube, das war mächtig bobbelig. Ja, wohl geht ja gar nicht groß. Anders. Oh. Pummelauf. Ja, Pummelauf. Gut. Aha. Kann das Schwein unter Wasser pushen? Das Schwein ist das Unterwasser-Pusche-Schwein. Okay. What you see here is a retry point. When turned on, it grants you to retry starting from the retry point instead of the start. Keep in mind that all the chances in the level do not. Kannst du nicht nochmal lesen? Na, okay. Retry Point. Ah ja, ist jetzt aktiviert. The Retry Point is still activated. Let's try this out. Oh, yeah. Ah, zweimal drücken darf man nicht. Toll. Das stand wahrscheinlich da ganz am Ende. Ah, damn it. Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich muss den einfach jedes Mal. Okay, klappt das nicht, ja? Ich will nicht. Was ist los? Suicidal Pig. Was ist los mit dir? Wow, okay, das hat geklappt. Okay. Ja. Was? Zur Hölle. Mann. Who?
Ernsthaft? Oh no. Da gib mir das Herz, Junge. So. Und jetzt müssen wir die ganzen Weg nochmal. Wollt ihr mich denn total verscheißen? Okay. Let's do this shit. Wow. Boss Difficulty. Ich weiß nicht, in welcher Schwierigkeitsstufe ich den Boss machen soll. Ich mache einfach mal hart. Jetzt try this shit. Wow. Hi, dude. Boah. Ich mache einfach mal das Spiel ein bisschen leiser. Sicher, sicher. Es kommt mir ziemlich laut vor gerade. Hey, Dude. Hä? Okay. Boah, da war das zum Glück überhaupt nicht lange hier. Warum ist da so ein riesen Ochse, der uns auf den Kopf haut? Scheiße! Man muss immer erst in die Mitte rennen, ey, damit der Typ auftaucht. Fuck! Du hast es vom Nitro erschlagen. Buh, Mann. Warum kommt denn das immer direkt neben mir, die Scheiße? Das ist so behindert, ey. Bah. He was punching me right into my face. Eine dämonische Ochsenkuh. Mit der mächtigen Faust Gottes. Ohne Arme. Wird er dich zerprügeln. Ich bin ein Ochsenschwanzarsch. Punch! Fuck you! Ne. What the fuck? Ich bin raus.